aus Elanka. Elanka? Elanka! Du meinst wohl Erlangen? Ja, genau, Herr, so hat es geheißen. Der Fremde stammt aus einem Land, wo alle Leute Bier trinken und so weiter und so fort. Die erste selbstständige Stadtgründung in Deutschland nach dem 30er-Jahren Krieg. In our country, we don't have future for studying, for everything. Man muss immer erst lernen, dass es richtig ist, sich offen zu zeigen, weil es die Gesellschaft voranbringt. Das Schönste, was ich erlebt habe. Es ist so eine intellektuelle Geschäftigkeit, die mir gut gefällt. Wilhelmine von Bayreuth, Gründungsmutter der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Kannst du mir eine Person nennen, ohne die Erlangen für dich ein wenig ärmer wäre? Ja, ohne mich wäre Erlangen nicht so lebenswert. Man fährt rein mit dem Auge von außen und sieht, wie in anderer Städte A zuerst einmal am Stadtrand hochheißer. Und Masken vor Überlandsleitemor, dann mehr wie in anderer Städte viel grün. Grüner Baum, grüner Streicher, grüner Rosen, grüner Heißle, grüner Stadträt, grüner Boschen, überall grün. Und wenn man an einem großen 140 Meter hohen Schlund links oder rechts vorbeifahren muss, weil Vorverbotsschilder und viel Wild kreuz und quer umeinander fahrender Radfahrer an der zu zwingen, dann war's mir, dass man in Erlangen der aus Tradition offener Stadt ist. Die Stadt Erlangen.